falls das klappen würde mit der Mr. Olympia Quali. Ich habe gerade was rausgehört. Das heißt, er will starten. Seit meinem letzten Wettkampf sind jetzt 3 Monate vergangen. Ich hatte lange Zeit Probleme, die Motivation wiederzufinden für Wettkämpfe. Viele versuchen, dieses perfekte Bild zu vermitteln. Es läuft bei mir immer gut, ich bin immer motiviert, ich bin immer diszipliniert. Nee, keiner von uns ist immer motiviert. Es gibt auch andere Sachen im Leben. Wenn du Profisport machst, musst du 100% nur das machen. Hier ist es wirklich der Kopf. Also der Sport beginnt doch im Kopf, ne? Das ist ja schon die Einstellung zum Training. Das dürft ihr halt nicht vergessen. Es ist ein langer Weg und es bleibt ein langer Weg. Egal, ob ihr jetzt hier irgendwelche Hilfsmittel nehmt oder nicht. So, Katja, wo sind wir hier? Wir sind hier im Popeye-Studio. Für mich das erste Mal, wie ich ja vorhin erzählt habe. Hab mich hier schon mal umgeguckt. Echt cool. Ich habe jetzt richtig Hunger, weil ich hatte ja avisiert, dass ich das jetzt im Auto esse. Das habe ich natürlich nicht geschafft. Und während ich jetzt die Jungs hier interviewen werde, werde ich nebenbei essen. Clever gelöst, oder? Wer sind die Jungs? Einmal Enrico Hoffmann. Einmal der Ahem. Ein gern gesehener Gast. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf nochmal. Wie geht's euch denn aktuell und wie ist so der aktuelle Stand? Enrico, du bist ja leider krank aktuell. Ja, mal wieder. Schon wieder krank. Tatsächlich, ich war jetzt beim letzten Dreh, als wir hier waren, Ahem und ich, war ich insgesamt 9 Wochen krank mit Husten, Erkältung und den ganzen Scheiß. Also ich habe 3 Anläufe mit Training wieder versucht gehabt. Ging eine Woche auch tatsächlich zwischendurch gut. Dann ging das wieder los. Im Endeffekt waren es dann 9 Wochen, die ich raus war. Hatte jetzt wieder angefangen, 3 Wochen Vollgas. Ich bin wirklich wieder richtig schön gut in Form gewesen. Anfang der 4. Woche ging es wieder nach hinten los. Also momentan ist das echt schlimm, das geht sehr, sehr rum. Und selbst Vitamin C-Infusionen, muss ich sagen, die scheinen nicht mehr zu helfen. Also die Viren, die sind so resistent geworden, also echt unnormal. Aber dennoch, ich bin jetzt eigentlich übers Gröbste hinweg, denke ich. Und dass ich schätze, dass ich jetzt Ende dieser Woche dann hoffentlich auch endlich wieder anfangen kann. Und dann mal in Richtung nächstes Jahr rein starten kann. Und dir, wie geht's dir? Ich bin nicht mehr wichtig, der Enrico ist jetzt. Ich war auch tatsächlich krank, aber seit dieser Woche zum Glück wieder gesund, konnte wieder vernünftig trainieren und ja, fühle mich gut. Das war's. Mir geht's gut. Eure Pläne oder gerade dein Plan jetzt fürs nächste Jahr, was steht da so an? Viele haben es mitbekommen mit der Bundeswehr. Ich habe tatsächlich am 10.01. meinen Termin immer noch. Ich habe einen Test dort und ich will mir diese Möglichkeit immer noch offen lassen. Ich sage denen dann, dass ich vielleicht Anfang nächsten Jahres oder Ende nächsten Jahres dort starten will, dass ich immer noch eine Sicherheit habe. Da es aber Meisterschaften in Deutschland mittlerweile gibt, 2 Pro-Shows, das lasse ich mir nicht entgehen. Ich will unbedingt hier in Deutschland auf der Bühne stehen. Deswegen, das heißt für mich Prep ab Anfang Januar auf jeden Fall. Cool. Weißt du, was ich komisch finde? Du hast gerade gesagt, es gibt 2 Pro-Shows in Deutschland. Ja. Aber definitiv wieder nichts für die offene Klasse oder für die 212er-Klasse. Immer nur für die Men's Physik und Classic Physik, glaube ich. Nur Classic Physik? Ja, tatsächlich. Also ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich schätze mal, das hängt auch einfach damit zusammen, dass du für jede Klasse, die du als Promoter, managst, beziehungsweise wie sagt man denn, organisierst, genau, musst du für jede Klasse eine Startgebühr. Nicht nur die Startgebühr, Preisgelder auch. Die Preisgelder, die musst du zusammenbekommen erstmal. Ja. Und die sind halt enorm hoch, ich sag mal im Vergleich jetzt zu Classic Physik, genau, wenn es jetzt um das Thema Organisation geht. Und halt auch Lizenzen, das ist das, was ich sagen wollte. Du musst für jede Klasse, die du sozusagen organisierst oder promotest, musst du eine Lizenz bezahlen. Und das ist halt schon enorm, das sind enorm hohe Kosten, die momentan in Deutschland wahrscheinlich einfach noch nicht getragen werden wollen, weil da der Zuspruch vielleicht nicht so groß ist oder einfach, ja, man weiß es nicht, was da los ist. Aber das größte Problem sind halt tatsächlich die Preisgelder und diese Lizenzen, die da halt dafür organisiert werden müssen. Die schweren Jungs kriegen ja ein bisschen mehr Geld, wenn die gewinnen. Deswegen ist das schwieriger. Und die Männer noch mal mehr als die Frauen. Ja, tatsächlich. Aber es ist ein Anfang. Ich bin froh, dass es überhaupt eine Profimeisterschaft in Deutschland gibt. Und wir hoffen darauf, dass es bald auch die für alle anderen Klassenmeisterschaften gibt. Ja, auf jeden Fall. Welche wird es sein? Die erste ist am 25.05. German Classic Pro. Die wird es auf jeden Fall. Ich stand auf der gleichen Bühne tatsächlich als Gastposer, aber als Gastposer ist nicht so wie als richtiger Athlet, so in Form sein.
freue mich darauf. Cool, das ist bestimmt toll. Was sind deine Pläne dann? Wie geht's dir? Mir geht es sehr gut. Ich habe seit meinem letzten Wettkampf, sind jetzt 3 Monate vergangen, ich habe insgesamt 4 Wochen auch Trainingspause gemacht. Ich habe mich sehr frei und sehr gut ernährt, alles clean gegessen, aber ganz, ganz viel erstmal unter dem Oberbegriff Regeneration. Ich war sehr lange in der Diät und habe dem Körper jetzt erstmal sehr viel zurückgegeben. Bin jetzt seit den letzten Wochen wieder etwas intensiver im Training und ab Januar soll es dann losgehen mit der richtigen Off-Season und ja, demnächst steht dann ein Formcheck an und dann auch viel mehr Training wieder mit dem Coach, da freue ich mich richtig drauf, weil das, da wird man einfach nochmal ganz anders gefordert. Ne? Wann haben wir den Formcheck? Du, ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt machen will. Ich denke mal am 1.1. Traditionell steht bei Heiko und mir dann immer ein Beintraining am 1.1. an. Das ist echt so. Jedes Jahr. Und mal gucken, dann machen wir wahrscheinlich einen Formcheck und dann auch dann halt entsprechend Ernährungsplan. Aber was ist denn nicht ins Auge gefasst? Welche genau, oder? Nee, noch gar nicht. Der Kalender ist ja jetzt erst raus. Seit 2 Wochen oder so. Ich konnte es mir natürlich nicht nehmen lassen, da mal einen Blick drauf zu werfen. Ich habe auf jeden Fall vor, nächstes Jahr zu starten und mein großer Traum ist es auch, in den USA zu starten. Ich habe gerade was rausgehört von dem, was er gesagt hat. Er meinte, schade, es gibt keine Meisterschaft in Deutschland. Das heißt, er will starten. Mhm. Es ist tatsächlich so. Also momentan ist es wieder wirklich so. Ich hatte lange Zeit Probleme, die Motivation wiederzufinden für Wettkämpfe. Es lag aber auch tatsächlich daran, habe ich jetzt einfach mal so ein bisschen... Ja, mein kleiner Mann? Der will Hallo sagen. Huch! Willst du Hallo sagen, mein Schatz? folgendes. Es war halt einfach so, das erste Jahr jetzt, sag ich mal, als Vater. Kili, Kili. Nee, das erste Jahr als Vater war halt wirklich so, auch, dass ich sagen muss, es war schon fordernd. Dass es natürlich auch viel Zeit eher mit der Familie brauchte. Und dann ist halt nicht einfach mal so der Alltag, wie halt vorher war, dass du sagst, okay, du kümmerst dich nur um die Arbeit, gehst ins Training, machst dein Essen. Da gibt es halt auch wirklich Tage, wo du einfach nach der Arbeit sagst, oh scheiße, ich will lieber eigentlich nach Hause, jetzt zu meinem Kleinen erstmal. Und wenn du dann zu Hause erstmal runtergekommen bist, dich dann wieder zum Training zu motivieren, das ist immer echt schwierig. Ne? Aber mittlerweile ist es endlich und bin ich auch echt froh, dass es so ist, dass wieder eine Routine reingekommen ist, dass du weißt, okay, pass auf, so und so, du hast deinen Mittwoch machst du trainingsfrei, du hast den Sonntags trainingsfrei, dass du wenigstens die 2 Tage wirklich, also zumindest Mittwochabends noch mit der Familie hast und sonntags, dass du wirklich einen Rhythmus wieder drin hast, dass sich alles irgendwo wieder ein bisschen geglättet hat. So, und das ist auch der Punkt, warum ich jetzt endlich auch wieder mal die Motivation gefunden habe und mir sage, okay, nächstes Jahr will ich auf jeden Fall nochmal ran. Ja, und wenn ich jetzt wieder schön ins Training komme, dann macht es auch Bock. Da habe ich richtig Bock. Ich sehe, das funktioniert, es kommt voran. Ich fliege auseinander, wenn ich das will. Ja, der Kopf ist jetzt wieder da. Das ist wirklich das größte Problem, was die meisten Athleten haben, ist wirklich nur der Kopf. Ne? Nicht unbedingt das Essen, nicht unbedingt das Training, es ist wirklich der Kopf. Wenn der Kopf nicht da ist, funktioniert das alles nicht. Also der Sport beginnt doch im Kopf, ne? Das ist ja schon die Einstellung zum Training, das ist die Einstellung, mich in jedem Training zu verbessern, noch eine Wiederholung, noch einen Satz mehr zu machen, noch mal Gewicht drauf zu packen. Das beginnt ja alles im Kopf und wenn du da den Fokus drauf hast und wenn du dir einfach auch ein positives Umfeld schaffst, ich meine, wir haben alle unsere Auf und Abs, ne? Du hast es ja gerade noch berichtet, aber wenn ich dafür sorge, dass mein Umfeld herum und meine persönliche Einstellung stimmen, dann entwickle ich mich von innen nach außen. Das ist so. Genau. Ne? Also meine Meinung. Tatsächlich, wie gesagt, was er eben schon sagte, Katja sagte, momentan ist der Kalender noch nicht so gefüllt, na, was die Wettkämpfe angeht. Ich werde jetzt aber auch die nächsten Tage mal schauen, was es so für nächstes Jahr gibt oder am besten Anfang Januar wirklich mal reinschauen. Und dann kann man auch wirklich nochmal planen, was für nächstes Jahr Sinn macht. Für mich muss ich auch ehrlich sagen, macht es am meisten Sinn, wenn man am besten so, ich sag mal, 3 bis 4 Wettkämpfe plant, vielleicht 2 in Europa, 2 in den USA, dass du immer noch sagen kannst, falls das klappen würde mit der Mr. Olympia Quali, dass du halt die Wettkämpfe ungefähr so auf Mitte des Jahres legst, einfach aus dem Grund, damit du bis zur Olympia hin nicht mehr so eine große Zeitspanne hast, was die Diät angeht. Ja. Ja, und das Thema ist ja halt auch, klar, ich liebe den Sport über alles, ich mache den ja wirklich jahrelang und ich habe ihn tatsächlich auch wirklich immer gemacht, weil ich für mich persönlich schauen wollte, wie weit kann ich kommen. Ne? Und heutzutage ist halt so, dass viele Leute den Sport eigentlich eher machen, um sagen zu können, sie sind Profi für die Reichweite teilweise auch oder halt einfach um Anerkennung von außen zu bekommen. Das ist die wirkliche Grund,
diese Liebe nicht mehr da zu dem Sport selber. Ne? Ja, bei mir ist halt tatsächlich so, was ich sagen wollte, dass ich halt auch neben dem Sport immer noch ein anderes Hobby habe, was ich halt auch sehr gerne verfolge und liebe. Und deswegen sage ich halt auch, möchte ich die Wettkampfsaison nicht ganz so lang ziehen. Also sprich eher ab Mitte des Jahres, natürlich machst du auch vorher die Diät, 3 Monate zum Beispiel, dann die ersten Wettkämpfe bis zur Olympia hin, es nimmt natürlich alles Zeit. Aber so hast du im ersten Teil des Jahres immer noch ein bisschen Zeit für dich, deine Familie und für das, was du auch gerne nebenbei so machst. Ne? Und das ist halt immer das, was halt auch nicht auf der Strecke bleiben darf. Ich meine, der eine sagt, klar, wenn du Profisport machst, musst du 100% nur das machen. Aber das ist teilweise wirklich zu verbissen, muss ich sagen. Und manchmal ist es auch so, wenn du lockerer rangehst an die Sache, ein bisschen Ausgewogenheit hast im Leben, dann fällt dir das leichter und es ist wirklich besser. Ne? Ich finde es auch richtig gut, dass er gerade zeigt, dass es nicht immer perfekt läuft. Viele versuchen, dieses perfektes Bild zu vermitteln. Es läuft bei mir immer gut, ich bin immer motiviert, ich bin immer diszipliniert. Nee, keiner von uns ist immer motiviert. Okay, Disziplin ist eine Sache, aber es gibt auch andere Sachen im Leben und ich finde es richtig gut, dass ein Profi wie Enrico das den Leuten jetzt zeigt und denen das ehrlich sagt. Wie motiviert ihr euch denn, wenn ihr mal so eine Phase habt? Welche Phase jetzt? Also nee, so eine Phase, in der du also gesund bist, aber irgendwie spürst, ich habe keine Lust auf Training. Ich glaube, in der Diät ist es gar nicht so schwer, sich zu motivieren, weil du halt ein Ziel vor Augen hast. Das Einzige, was du in der Diät halt hast, ist meistens so diese, sag mal, in Klammern Faulheit, weil du einfach müde bist, geschafft bist durch das Kaloriendefizit, sage ich es mal. Und, aber in Phasen, wie gesagt, jetzt im Aufbau, da musst du halt sagen, ja okay, dann komm, zieh einfach durch jetzt, irgendwie, ne? Und manchmal ist halt so, wenn es wirklich kacke ist, dann sagst du halt, was weiß ich, ich guck mal, wenn AM frei hat, was weiß ich, ruf dich mal an hier, wie sieht's aus, wenn wir dann und dann am Wochenende mal kurz eine Runde ballern, so, dann macht das auch Laune, so, aber im Großen und Ganzen ist es auch wie ein Job, das ist scheißegal, was für ein Tag eigentlich ist, wenn Training auf dem Plan steht, musst du gehen, ne? Ich setz mir ein Ziel, immer, also entweder sagen wir mal, ich habe Off-Season, ich sage, ich will dieses Gewicht erreichen, dann ist das halt mein Ziel, oder ich sage, okay, ich starte in ein paar Monaten, dann ist das auch mein Ziel, dann habe ich etwas, was mich motiviert. Ja, weil es auch unter den Zuschauern wahrscheinlich viele gibt, die jetzt, sage ich mal, keine Wettkampfathleten sind oder ambitionierte Wettkampfathleten, werden sich jetzt sicherlich auch fragen, ja, okay, jetzt die Wettkampfathleten motivieren sich so, was ist jetzt mit uns? Wie könnte ich mich noch motivieren? Ich habe es tatsächlich immer so gemacht, wenn ich jetzt keinen Wettkampf vor Augen hatte, setzt euch Etappenziele. Das heißt, ihr schaut einfach was weiß ich, ihr habt jetzt zum Beispiel irgendein Event, wo ihr gut aussehen wollt, irgendeinen Tag X, dann trainiert ihr darauf hin. Aber steckt euch immer realisierbare Ziele. Also es bringt jetzt nichts, wenn ihr sagt, pass auf, ich will jetzt in 2 Jahren aussehen oder in 3 Jahren, keine Ahnung, wie 2012er Mr. Olympia oder sowas mal jetzt übertrieben gesagt, was halt einfach nicht realistisch ist. Steckt euch einfach Etappenziele, weil jeder hat irgendwo lange gearbeitet dafür und halt wirklich Energie, Schweiß, Blut, Tränen reingesteckt, um so weit zu kommen, wie er gekommen ist. Ne? Und das dürft ihr halt nicht vergessen. Es ist ein langer Weg und es bleibt ein langer Weg. Egal, ob ihr jetzt viel irgendwelche Hilfsmittel nehmt oder nicht, es bleibt immer ein harter Weg der Arbeit. Ist einfach so. Oder beim Training zum Beispiel sich Ziele zu setzen, keine Ahnung, Bankdrücken über 100 Kilo bewegen, in Squats besser werden, solche Sachen, das motiviert einen auch. Aufschreiben, gucken, wie war ich beim letzten Training, ich will jetzt beim nächsten Training besser werden, das motiviert einen auch. Oder in deinem Fall vielleicht irgendwann mal der Klassenwechsel? Würde ich gerne machen. Das würde ich wirklich gerne machen. Ich liebe die Classic Physik Klasse. Ich passe auch sehr gut rein in die Klasse. Ich habe das aber gerade vom Video zu Katja gesagt. Das würde ich gerne machen, aber ich schaffe es nicht wie Enrico aufzusehen. Das egal, was ich tue. Aber du müsstest wahrscheinlich anders trainieren. Ein bisschen anders. Ja. Und vielleicht ein bisschen länger Off-Season machen. Dementsprechend auch viel essen. Und das ist auch sehr hart. Nicht nur eine Vorbereitung ist schwierig, sondern dahin zu kommen, überhaupt so viele Muskeln aufzubauen, ist schon sehr hart. Also ich glaube, viele Classic-Physik-Athleten sagen, ja, ich liebe die Klasse, ich will ungern so breit aussehen, ich mag Classic-Physik, weil das so ästhetisch aussieht, aber ich glaube, das ist nicht die Wahrheit, nicht immer die Wahrheit. Viele können nicht so viel Muskeln aufbauen und einfach in die Offene starten. Wir haben alle mit Bodybuilding angefangen, oder zumindest ich, wollte immer so viele Muskeln, wie es geht, haben, auseinanderfliegen. Und wenn ich das schaffen könnte, würde ich auch in eine andere Klasse starten.
Ich habe auch immer das Ziel, so viele Muskeln aufzubauen, wie es geht. Definitiv. Damit fangen wir heute an, genau. Vor allen Dingen meine Schwachstelle, die Schulter. Wir haben uns für Schultertraining entschieden. Ja, das ist auch nicht mein bester Muskel. Ich vielleicht noch als Ergänzung gerade dazu. Ich habe natürlich auch Tage, nicht nur in der Diät, sondern auch in der Off-Season, wo ich nicht immer 1000% motiviert bin. Mir hilft es aber dann in dem Moment mal zu hinterfragen, ist es mein Körper, der gerade nicht will, oder ist es einfach, weil ich vielleicht keine Lust habe? Und es kann aber auch mal sein, dass ich keinen Bock habe, vielleicht heute Beine zu trainieren und viel mehr Lust hätte, Rücken, Schultern oder halt irgendeine andere Muskelgruppe. Dann tausche ich auch mal. Oder ich gehe mal in ein anderes Gym, weil ich einen Tapetenwechsel brauche. Neue Geräte habe, auf die ich einfach Bock habe. Oder ich wechsle auch einfach mal die Musik, die mich dann motiviert. Das ist total spannend, aber auch genau das kann echt nochmal fürs Training pushen. Also, ja. Oder man belohnt sich nach dem Training mit was Schönem, einer Massage, Sauna, was auch immer. Hört sich alles gut an. Mach ich heute direkt. Nee, heute bin ich motiviert tatsächlich. Ich freue mich auf das Training auch. Musste jetzt auch sein nach den letzten Videos. Hör auf, nach dem letzten Video habe ich das erste, was ich gemacht habe, nach 3 Tagen André angerufen, weil ich mir dachte, es kann nicht sein, dass der Junge immer so trainiert. Ich kann nicht laufen. Also 2 Tage danach waren wirklich schlimm. Ich habe ihn angerufen, aber ihm ging es genauso. Das hat mich beruhigt. Gibt es denn jetzt noch was bis zum DE-Start, wo ihr sagt, das muss sich ändern? Ich glaube, dass man sich auch in der Vorbereitung verbessern kann. Ja, ja, deswegen bis zum DE-Start, Entschuldigung. Ja, also ich, das ist meine, ich fange ja jetzt in 3-4 Tagen. Ach so, stimmt. Deswegen glaube ich, dass man in der Vorbereitung viel verbessern kann. Ich habe tatsächlich noch nie eine richtige Off-Season gemacht, noch länger als 3 Monate Off-Season gemacht und trotzdem habe ich über die Jahre zugenommen und ich bin schwerer auf der Bühne gestanden, also von Jahr zu Jahr. Mhm. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass man in der Prep, im Muskel, sagen wir mal, mein Beinbeuger zum Beispiel ist schlecht, ich kann den in der Vorbereitung trotzdem verbessern. Mhm. Das sind jetzt ja 15, 16 Wochen bis dahin, mehr, 20 Wochen glaube ich, kann viel passieren noch. Nach welchem Trainingsplan trainieren wir? Volumen, Schultern mache ich einfach viel Volumentraining. Ich habe normalerweise ein Push-Training tatsächlich, das heißt Brust auch mit dazu und Trizeps, aber heute machen wir keinen Brust, wieso? Weil in der Figurklasse die Brust nicht ausgeprägt trainiert sein muss. Und ich trainiere seit 3 Jahren keine Brust und trotzdem sieht die ganz gut aus. Also ich habe es scheinbar nicht nötig. Ja. Nee, und deswegen haben wir uns heute für ein Schultertraining entschieden. Ich habe mir gerade schon zu überlegt, habe ich euch eigentlich schon gesagt, dass ich hasse, weil ihr jetzt Schultern macht ohne mich. Ich trainiere Schultern so gerne. Ja. Ich hätte echt gerne, richtig gerne mitgemacht, aber wie gesagt, musste mal noch. Dann wissen wir, was wir das nächste Mal machen, Enrico, wenn du wieder gesund bist. Oder wir 3 trainieren Beine. Also ja, ja, gerne. Bin ich auch dabei. Definitiv. Jeder Olympathlet will mich einmal beim Beintraining fertig machen oder was? Das sind so erstmal Ingo, dann André und jetzt du. Von dir will ich nicht reden. Ja, wird schon witzig. Ja, auf jeden Fall, ich freue mich. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Schreibt uns gerne Vorschläge, was wir für euch beim nächsten Mal aufnehmen sollen. Und ansonsten, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr gerne unsere Codes benutzen im Shop bei Olymp. Code Katja.de, Enrico.de oder Aiham.de. Adios.